Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Obby mit dem allerbesten Tschulfa. Wir sind heute auf Babyjagd. Ich meine, wir sind in irgendeinem Babyding drin. Hallo Tschulfa, du altes Babyding. Tschulfa Boy, guten Morgen. Das war das beste Intro des Lebens, oder? Das war das beste Intro aller Zeiten. Ich singe ihm mal ein Lied. Tschulfa, oh Tschulfa, oh Tschulfa, oh ja. Es ist der kleine Tschulfa, der da steht. Es ist der kleine Tschulfa, der im Regen vor sich geht. Es ist der kleine Tschulfa, der da nackig steht. What the hell, man? Yo, Tschulfa, guten Tag! Hallöchen! Hey, bist du auch hier im Kindergarten gelandet? Ja, meine Mama hat mich gerade abgegeben, weil ich heute zu laut war. Ja, dann sind wir ja heute zusammen im Kindergarten. Ja, das freut mich tierisch. Oh, was komm mal. Weiß ich nicht. Ich drück mal drauf. Oh Gott! Oh! Ich versteck mich. Flackert. Ich versteck mich. Der Baby, der Baby, sage ich schon. Der Teddy hat ein rotes Auge bekommen. Ich sehe es nicht. Ich habe mich versteckt. Komm mal hier hin. Guck mal vorne. Der hat ein rotes Auge da. Hatte der das nicht schon vorhin? Ich glaube nicht. Okay. Aber was ist das denn hier? Wieso sind wir überhaupt eingesperrt im Kindergarten? Weiß ich nicht. Vielleicht wollten die nicht, dass wir abhauen. Vielleicht haben die Kekse in der Küche versteckt. Oh, da müssen wir hin. Jetzt aber gleich. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, ja. Hier können wir durch. Warte mal, muss man das... Ah, man muss das so... Ja, du musst das aufbrechen. Okay, warte, können wir... Oh Gott, guck mal da unten hin! Guck mal da runter! Ist er... Oh, da ist Baby Bobby! Oh Gott, ich glaube, ich gehe zurück! Oha, er sieht auch richtig böse aus schon. Guck mal. Ja, ich glaube, er ist nicht so glücklich. Er hat verschiedenfarbige Augen, hä? Oh. Ich bin runtergefallen. Oh, wo bist du hin? Ich bin runtergefallen. Stell Tschulfa runter. Ich fang dich. Ich fang dich. Wo ist Baby Bobby? Hier ist eine Lego-Wand. Da kann man nicht durch. Du musst hier durch die Tür durch. Oh, ja, ich komm mit. Oh, ein Hubschrauber. Der kostet doch bestimmt Geld. Ist der teuer? Oh, der ist voll Robux. Teuer. Den kann ich mir nicht leisten. Warte, wir 700 müssen... 700 Robux. Wow, was ist das denn? Ich bin runtergefallen. Oh, da musst du richtig hart dran klotzen, ne? Also das... Da muss man... Bist du schon drüben? Ich sag dir nur, ich bin der allerechte Jump'n'Run-Profi. Was, ich bin schon wieder runtergefallen. Ach, Tschulfa, das kannst du nicht machen, komm. Du musst auf mich warten. Konzentrier dich. Ich hab ja alles gedacht. Shalom. Weißt du, warum ich runtergefallen bin? Warum? Ich dachte, ich kann ihn nur auf den Rand springen und hab versucht, genau den Rand zu treffen. Das habe ich aber auch gedacht. Ich bin dann beim ersten so ganz vorsichtig außenrum. Ich hab das Gitter in der Mitte nicht gesehen und wollte als genau den Rand treffen. Oh, wir müssen nicht springen! Achso, ich bin gesprungen. Bei mir Stacheln gefallen. Ja, warte, bei mir war kein Flugzeug da, als du drauf bist. Ich dachte, du hüpfst voll ins Verderben, ja. Nein, ich habe das gut getimt bei mir. Was soll das denn? Warte, ich lande genau auf dem Ding jetzt. Und, okay. Oh Gott. Oha, ich hab's geschafft. Richtig. Nein! Was machst du denn? Oh, das war schlecht, warte. Ich probier's nochmal. Okay. Ich bin nicht so gut im Timing, weißt du? Oh, so, jetzt. Zack, hast es geschafft. Oh, das war knapp. Oh, ja, das... Okay, warte, ich muss auch drücken. Okay, let's go. Zack. Gehen die wieder rein wahrscheinlich, oder? Nein! Weiß ich nicht. Was tust du? Ich kenne mich hier nicht aus, ey. Ich doch auch nicht. Du verwirrst mich total. Jetzt du hast es geschafft, okay. Ja. Oh Gott. Komm, du gehst vor. Boah, ist das knapp hier. Hilfe. Komm, wir schaffen das. Ja, wir kriegen das hin. Und pass auf, runter. Hier unten ist so eine Stufe. Ja, genau. Ja, ich habe sie getroffen. Perfekt. Boah, weißt du, was cool ist? Ich will auch so riesige Lego-Steine in meinem Zimmer haben. Oh, guck mal, hier ist so ein Jenga-Turm. Oh, du hast mich fast runtergeschubst. Mach vorsichtig. Echt? Geht das? Oh, wir können uns ja gegenseitig. Oh, okay. Ja, warte, dann. Wrestling. Nein. Hab mich gerettet. Oh, tja. Können wir hier wieder hoch? Ja, guck mal. Nein, können wir nicht. Ich bin hier drin. Ich bin jetzt hier auch irgendwo. Oh, ich muss runterspringen. Ich mache hier Brotzeit. Oh Gott. Eine kleine Pause, sagst du? Ein kleines Picknick. Ah, ich bin runtergefallen. Vielleicht schaffst du es auch eines Tages, so gut zu sein wie ich. Ja, irgendwann werde ich sicherlich hinbekommen. So zu sein wie mein Vorbild, der allerechte Tschulfa. Sind das diese Wattestäbchen, mit denen man sich die Ohren putzt, oder? Ich dachte eigentlich, es ist Marshmallow auf dem Stock. Ja, aber irgendwie sieht es auch aus wie so ein Wattestäbchen. Oh, hier ist der Bär. Guck, er hat kein rotes Auge hier. Hier sieht er normal aus. Stimmt, wie ein echter Bär. Stimmt. Du hast eine richtig krasse Beobachtungsgabe. Oh Gott. Oh Mann, ich dachte, man kann an der Seite über die Dinger laufen, aber kann man nicht. Nee, nicht in die Mitte springen. Spring doch nicht in die Mitte. Seitlich. Oh Gott. Alter, wo bist du hingeflogen? Ich bin da oben mit der Kanone. Oh, voll in mein Gesicht. Boom. Lustig. Krass, ey. Einfach die allerechte lebende Kanonenkugel. Ich dachte, du könntest... Hä? Zack.
Was denn? Warte, kann ich auf den. Warte, ich muss ausprobieren. Ja, spring mal drauf. Ich warte hier. Oh, knapp. Ich teste es auch. Ich bin. Oh, nee, ich bin runtergefallen. Aber ich bin wenigstens nicht ganz runtergefallen. Oh, man muss es wieder von vorne beginnen, ne? Du musst wieder bei der Brücke starten, ja. Aber wo ist denn jetzt das Baby? Weiß ich nicht genau. Aber guck mal, hier oben über uns an der Decke hängt auch ein Baby. Oh. Ist es das Baby? Oh, ich weiß. Ist das Baby Bobby? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn man ein Baby an den Füßen aufhängt, oder? Weil das hängt ja an den Füßen. Weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so gesund ist. So, hier wieder in den Lüftungsschacht eingebrochen. Ich kann da nicht reingehen, weil da einer steht. Geh weg da. Geh da weg. Chip. Doch, kannst du, musst ein bisschen schieben. Ich hab ihn runtergeworfen. Das liegt an deinem dicken Rucksack. Den musst du ausziehen. Hast du das gesehen hier? Was? Das hier unten? Du verpasst ja alles. Guck mal da durchs Gitter runter. Oh, ich dachte. Oh! Ich hab voll Angst bekommen gerade. Oh, ich hab gar nicht gesehen, dass man durchgucken kann. Schnell hier weg. Wow! Okay. Oh, wir sind im Kinderzimmer. Oh. Warte, hier steht. Psst, Baby Bobby schläft. Oh, okay, wir wollen müssen leise aufwecken. Sein. Ganz leise. Okay. Oh, er schnarcht sogar. Er hat gefurzt. Hey, Baby Bobby. Er hat mich aufgegessen. Er dachte, ich bin sein Lolli. Komm her, bei mir ist er aufgestanden und verfolgt mich. Stimmt, ja. Er ist schneller als ich. Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott. Wieso ist er denn schneller? Er holt mich ab. Hey, okay. Baby Bobby. Weg hier. Weißt Hilfe, du, Hilfe. Er macht so süße Babygeräusche, aber er sieht einfach aus wie ein Goblin mit einer Keule. What the hell, man? Guck mal, wie knapp der hinter mir ist. Oh, er kommt die Treppe auch hoch. Ich dachte, ich schaff's und werd ihn los. Oh Mann, was hat der denn überhaupt für eine Keule? Der hat da seine Rassel. Ja. Welche Eltern geben ihrem Kind denn bitte schön eine Rassel und bauen da so wie so eine Keule dran? Ich würde machen. Ja, ist klar. Das muss ja auch ein bisschen. Kindererziehung muss auch spannend sein. Ah ja, okay, gut. Muss ich mir merken, ey. Nicht, dass ich davon was wüsste. Ich habe keine Kinder. mach auf für mich. Nein, kann ich nicht. Du musst selber machen. Hey! Oh, er hat's geschafft. Oh Let's go. Gott, was tut denn? Was machst du denn hier? Was macht denn deine Freundin hier? Ja, weiß ich doch nicht. Oh, guck mal, wie irgendwas. Er weint jetzt. Oh nein. Ja, der ist traurig, weil er uns nicht hauen durfte. Kann ich auf ihn draufhüpfen? Nicht, dass du. Oh, ich dachte schon, du kriegst Damage jetzt oder so. Haha, Baby Bobby. Haha, Baby Bobby. Das klingt gar nicht wie weinen. Ich glaube, der lacht. Der findet das lustig. Sagen, ja. Hört sich an wie lachen. Okay. Oh mein Gott, jetzt hier Hilfe. Die Brüste. Hilfe. Ich bin in seinem Mund. Er hat mich geschluckt. Er hat mich aufgegessen. Baby Bobby hat uns gefressen. Ich will nicht in Baby Bobbys Magen sein. Komm schnell, wir müssen hier raus irgendwie. Er hat auch Lego-Klötze gefressen. Schau dir die Magensäure an, die sieht ja auch die richtig verdauen, fancy die aus. Die verdauen aber ganz schlecht, die Lego-Klötze, die würde ich nicht essen. Warum springst du auf mich drauf? Bin ich doch gar nicht. Doch, bist du. Los, geh vor. Nein, ich bin auf den Lego-Stein gehüpft. Du bist auf mich gehüpft und hast mich in die Säure gedrückt. Leute, du hast mit Absicht gemacht. Jetzt schaut er mal in Tjulfas Aufnahme, ob seine Nase länger wird, weil er schon wieder lügt. Jetzt guckt er mal. Du hast mit Absicht gemacht. Lass da auch einen Daumen und ein Abo da. Ich hab's gesehen. Du bist mit Absicht auf mich gesprungen. Nein, bin ich nicht. Doch. Aber ich schubs dich gleich. Ich schubs dich. Nein, hör auf. Ich schubs dich. Ich hab Angst. Ich schubs dich hier weg. Mama. Aua. Ah, das kommt davon. Das kommt davon. Wer nicht hören will, wird bestraft. Wer nicht hören will, muss. Ey, was ist denn? Ich rutsch die ganze Zeit aus. Du hast mir einen Fuß gestellt. Gar nicht, ich war ganz woanders. Gar nicht wahr, du warst. Ich war das nicht. Los, komm jetzt. Hat man gesehen. Nein. Ach so, oh, bei mir sieht das so aus, als würdest du voll drin stehen. Hüte dich vor grünen Erbsen? Oh, grüne Gott. Grüne Erbsen? Ich hab's noch rausgeschafft. Er hat mich enthauptet. Einfach. Alter, einfach grüne. Oh, da kommt schon wieder eine. Schnell, geh rein. Ja. Oh nein. Nein, Tjulfa, es hat ihn zerlegt, Leute. Guck mal. Aber die Erbse hat mich überrollt. Kann das ich mir so deine silberne Kette klauen? Oh. Alter, ist doch wirklich knapp mit den Dingern, ja, ne? Ich weiß nicht so recht, ob das so gut ist und funktioniert. Okay, wir müssen uns beeilen. Richtiges Timing. Und wieder rein hier. Wieso? Und ich glaube, da vorne rechts ist der Ausgang. Welches Baby ist denn Erbsen? Ich habe als Baby Erbsen gegessen. Du hast als Baby Erbsen gegessen. Ich habe alles gegessen. Ich habe Blumenkohl gegessen, ich habe Brokkoli gegessen. Dann habe ich gepupst, wie ein Weltmeister. Am besten noch roh, oder?
Das mache ich heute noch so. Roher Blumenkohl. Der kleine Baby-Tjulfa. Hey, ich habe wirklich gern Gemüse gegessen als Liebe Kind. Liebe Leute, heute wieder herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Ich esse auch gerne noch den Blumenkohl roh. Ja, nee, roher Blumenkohl schmeckt wirklich nicht. Oder Brokkoli roh. Bist du da gerade auch seine Wirbelsäule hochgeklettert? Ich glaube nicht, dass das so gesund ist, was wir hier machen. Ich sag ja, ganz ehrlich. Das führt zu einem Bandscheibenvorfall. Okay. Was hat er denn hier schon wieder alles für komischen Kram gegessen? Das ist, ich glaube, das ist Magensäure, oder? Oh Gott, das war knapp. Hier geht der Darmwind hoch, das ist ein Pups. Oh Gott. Wir schweben Es hat auch echt komisch gerochen. Wo bist du? Ich bin umgefallen. Aber immerhin sehr verantwortungsbewusst, dass hier mit Gemüse gehandhabt wird und nicht mit Schokoriegel. Ja, finde ich aber auch. Also ist schon gut. Die allerechten Selleriebrücken, man kennt sie. Ich sehe gar nicht, dass du irgendwas baust. Nee, das, wir müssen... Wow. Hey! Entschuldigung. Wir müssen jeder für uns selber bauen, leider. Voll anstrengend, Mann. Jeder zu zweit wäre besser. Ja, jeder muss für sich alleine sorgen, wie im echten Leben. Okay, ich hab noch eine Selleriestange. Komm, geh du vor, sonst fällt wieder einer. Was soll das jetzt wieder heißen? Na, dass du mir wieder ein Bein stellst und dann falle ich wieder in die Säure und dann sagst du wieder, du warst es nicht. Du stellst mir Beine, so sieht's... Ah! Ich hab gar keine Beine. Da hättest du Sellerie hinmachen müssen. Ich bin am Ende. Ich hätte mir auch einfach für 700 Robux den Helikopter kaufen können. Hier ist ein großes Loch, wo es rausgeht. Ich glaube, der macht gleich Kacki. Beeil dich. Ich will gar nicht dahin, wo er Kacki macht. Wir sind schon da. Beeil dich. Warte mal, wie... Einfach hinlegen. Ah ja. Einfach hinlegen. Okay. Hier geht's rein. So, gut. Ich nehme den Sellerie mit, ja? Und... Okay. Plopp. Zack. Oh, wo sind wir jetzt? Weiß ich nicht. Ich hab den Sellerie dabei. Oh Gott, Hilfe, wow, ich bin... Super Speed. Übelst wow, schnell. Alter, ich wäre fast runtergefallen, weil ich zu spät gesprungen bin. Ich hab's nicht gesehen. Zack. Sellerie, ey. Zack. Oh und Gott, das wird jetzt ziemlich knapp hier. Wow, ja, ich merk's. Alter, wow. Wow. Oh Gott, knapp sein Nein, Leben. Ich bin zu weit gesprungen. Oh nee, Tjulfa. Nein, ich hab's nicht geschafft, weil ich kacke bin. Ich hab den Sellerie hier platziert. Okay. Hast du den Sellerie jetzt immer noch dabei? Ja. Ich habe ihn hier platziert. Einfach, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh, Tjulfa. Ich mache mir in der Zwischenzeit einen Kaffee, okay? Bis du fertig bist, ja? Alles klar, okay, bis nächste Woche. Tschüss. Komm her! Ich fang dich! Ich bin da. Oh, da ist Baby Bobby. Ja. Er hat einen Wachsmalstift in der Nase. Aber mit dem Sellerie einen über. Ich glaube, wir müssen gegen ihn kämpfen. Kann das sein? Oh, was ist das jetzt? Oh, wir müssen ihn beschießen mit grünem Boden. Grünen Boden rein da. Aber wo müssen wir die hinschießen? In seine Augen? Nee, ich glaube, warte mal, eine Wachsmalstift? Nee, in den Mund? In den Mund vielleicht? Hinter uns! Was? Oh! Ah! Ganz viele kleine Bobbys! Ja! Weg mit denen! Wie wir einfach... Was wollen wir denn hier? Wie wir einfach die ganze Zeit den Großen abschießen und das überhaupt nicht merken. Ich habe auch auf den Großen geschossen. Boah, die kannst du richtig wegsnipen. Hinter mir war alles voll, ey. Ach, von den Viechern schon. Von den Viechern vor allen Dingen, so kleine Babys, einfach die Viecher. Ja, das sind auch Viecher mit Keulen, das sind keine Babys. Das stimmt. Die wollen uns eine überbraten. Wo sind das denn, Babys? Zack. Headshot. Bum, bum. Triple Kill. Aber Hauptsache, wir haben grüne Bodenwerfer, ey. Einfach die beste Waffe. Ich hab's. Könnte auch Borderlands sein, warte. Ich hab noch einen. Ja, ich hab's auch. Ich hab's. Der allerechte Baby Bobby. Jetzt ist hier eine Treppe. Ist das schon das Ende? Was steht hier? Nimm die Rolltreppe der grünen Bohnen. Okay. Oh, hier geht's runter. Hier geht's runter. Warte auf mich. Wo läufst du hin? Ich schieß dich ab. Nein, nicht. Wah! Putz! Schieß auf dich. Putz! Oh Gott. Oh, was ist das da? Da kannst du hingehen. Los geht's, steht da. Los geht's? Oh, da kann man Auto fahren. Ja. Los geht's. Aber wo? Wah! Ich bin... Warte. Hä? Keine Ahnung, ich bin runtergefallen. Ich steck unten im Fahrzeug drin. Ich bin runtergefallen einfach. Ich stehe einfach unten drin. Boah, guck mal. Wie lang? Was denn? Wie hoch ich hüpfen kann. Oha. Ich kann nicht so hoch hüpfen. Oh, nice. Ich kann hier meinen Rucksack. Leute, das war Bobby Babys Daycare Escape. Wir sind mit Tjulfa zusammen entkommen. Ich war immer ein bisschen schneller wie er. Dafür bin ich in der Magensäure gestorben. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Schaut bei Tjulfa vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.